Kevin Hedderisch mein Name. Ich mache eine Ausbildung zum Mechatroniker bei der SVZ Zwickau. Bin im ersten Lehrjahr. Mechatroniker machen unter anderem Programmieren von Steuerungen, Ampelsteuerungen oder Instandhaltungen von Maschinen, von Laufbändern, Fließbändern. Man muss fräsen können, man muss bohren können. Fingerfertigkeit braucht man als Mechatroniker auch sehr viel. Gerade es gibt viele kleine Bauteile. Ich muss sagen, das ist einfach von allen was. Aber am Ende hat man einen Beruf, wo man auch sagen kann, der ist wirklich zukunftssicher. Die größte Herausforderung als Mechatroniker ist eigentlich die Verantwortung, die man eigentlich hat, weil du bist derjenige, der dann am Ende dasteht und dafür gerade stehen muss, falls doch was nicht läuft, was so laufen soll. Und dann muss man auch sagen können am Ende, ich habe es so hingekriegt, dass jemand, der keine Ahnung davon hat, jetzt wieder rangehen kann und seine Arbeit verrichten kann.